Hallo und ein herzliches Willkommen zu TechStream, dem Medienpodcast von Mebu Live. Wir sprechen mit Bewegtbildprofis über neue Technologien und Workflows. Egal ob Produktion oder Distribution, uns interessiert, wie Kultur- und Sportevents den Weg über die Kameralinse auf die heimischen Endgeräte schaffen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Hamburg Open 2024. Ich bin sehr froh, dass wir wieder da sind mit einem kleinen Podcast-Studio. Sehr schön und beschaulich. Und ich bin auch sehr froh, dass er da ist, unser erster Gast des Tages. Hallo, David Cardinale von CGI. Hallo. Ihr habt natürlich als eins eurer wichtigsten Produkte Open Media mitgebracht hier zu Hamburg Open, ein Newsroom-System, das dem einen oder anderen vielleicht noch früher von der Firma Sizes bekannt sein dürfte. Was ist Open Media und was kann es für die Branche tun? Genau, also Open Media ist ein Newsroom-Redaktionssystem. Da findet die Kernpunkte des Journalismus statt. Also ich plane meine Sendung, ich recherchiere auch Themen anhand von entweder eigenen Recherchen oder Agenturmeldungen. Nach der Planung würde ich das Ganze auch ausspielen. Und Open Media bietet auch den Vorteil, dass wir nicht nur auf einen Bereich fixiert sind, sondern dass man eben sagen kann, die Planung kann fürs Fernsehen stattfinden, für den Hörfunk und natürlich auch im Online-Bereich, sodass man alles gebündelt hat und nicht in unterschiedliche Applikationen springen muss. Mhm. Genau, das ist dann so der Kernpunkt von unserem Open Media System. Okay, jetzt ist natürlich KI in aller Munde. Dieses Jahr erhoffen sich viele nochmal so einen Push. Die Leute verstehen langsam, um was es geht. Auf der IBC habt ihr schon die ein oder andere Applikation vorgestellt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, welche KI-Unterstützung in Open Media bereits jetzt zu erwarten ist und was auch vielleicht dann im Anschluss noch kommen soll. Genau, ich würde jetzt einfach mal ganz allgemein erklären, was überhaupt unser Ansatz ist, den wir mit KI oder AI-Services erreichen wollen. Mhm. Unser Hauptschwerpunkt liegt darin, den Journalisten und Anwendern das Leben leichter zu machen, dass wir sich wiederholende Aufgaben übernehmen, Aufgaben, die einfach sind, aber unheimlich viel Zeit benötigen, abzunehmen, dass wir so eine Art Assistent einbauen, der von dem Journalisten, also ungefähr der Journalist sagt, hey, du mach mal, ich schaffe an und am Ende überprüfe ich das Ergebnis, sodass man diesen Human in the Loop hat und ein effizienteres Arbeiten möglich ist. Da haben wir uns eben als Hauptschwerpunkt auch gesetzt, den Journalisten Informationen bereitzustellen. Also es bedeutet, er hat die Informationen und kann sich selber dann rauspicken, was ist für mich relevant und was nicht. Mhm. Man muss sich nicht erst auf die Suche danach machen, so okay, jetzt fange ich an, über das nochmal nachzuschlagen. Nein, es ist bereits da, dass man sagt, ich habe einen Text, dort werden dann Personen identifiziert, dann auch mit Informationen bestückt, so kleine Kleinigkeiten, zum Beispiel eben Name, dass man dann sagt, Geburtsdatum und vielleicht so ein paar Höhepunkte aus seinem Leben und eine kleine Beschreibung. Auch, dass Orte identifiziert werden, dass man zum Beispiel sagt, was weiß ich, es ist München, Englischer Garten, dass man dort dann auch so eine Point of Interest bekommen kann. Dann Keywords extrahieren, eine Zusammenfassung erstellen, auch schon, wenn Stories oder Beiträge in Open Media vorhanden sind, dass ähnliche angezeigt werden, weil vielleicht ist es ja etwas aus der Vergangenheit und das könnte ich in meinem jetzigen Beitrag erwähnen, damit man eine kleine Inspiration hat. Okay, und diese ganzen Themen, an denen ihr da arbeitet, sind die getrieben aus eurer Community, von euren Kunden? Sind das Kundenwünsche, die ihr quasi dann versucht umzusetzen oder orientiert ihr euch da vielleicht an anderen Branchen? Wie kommt ihr auf die Idee, genau diese speziellen KI-Module zu implementieren? Also unser Hauptgedanke ist, dass wir mit unseren Kunden sprechen, wir hören uns deren Painpoints an, was brauche ich, wo kann man helfen, wo können wir unterstützen, und anhand von den Gesprächen mit Kunden setzen wir dann die Software so um, dass das das Leben des Kunden erleichtert. Also es gibt Unterschiede. Natürlich ist es auch so, dass man aus anderen Bereichen dann sieht, so, oh, okay, das ist gar nicht mal schlecht. Ja. Das übernehmen wir auch. Aber wir sind mehr
kundenorientiert. Okay. Und wenn du über die Pain Points der Kunden sprichst, kannst du vielleicht kurz mal darauf eingehen, was ihr da so hört. Was wünschen sich die Broadcast-Kunden aktuell von einem Newsroom-System? Also ganz wichtig sind A, immer Informationsbeschaffung. Also dann das nächste ist auch Agenturmeldungen. Es passiert irgendein besonderes Ereignis und dann wird man teilweise nicht überflutet, aber man hat eine unheimliche Masse an Informationen, dass wir diese dann bündeln, weil man hat ja auch nicht nur eine Agentur, sondern hat mehrere. Und irgendwann mal verliere ich dann den Überblick und wenn wir dann erkennen, okay, das ist ein Thema, das gerade am Trenden ist, da ist irgendwas, weil eine Anomalie ist, weil einfach viel zu viel über dieses Thema berichtet wird, dass man das dann in einen Container packt und dann die Informationen bündelt, sodass ich recht einfach darauf zugreifen kann und nichts verloren geht. Okay, und das für mich als Laien, um das zu verstehen, das wäre früher manuelle Arbeit gewesen, sich da durchzukämpfen und jetzt versucht ihr das mit einer Art KI eben automatisiert zu bündeln und dann bereitzustellen, damit die Leute direkt darauf zugreifen können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist genau richtig. Also wir versuchen damit eben die Usability auch zu erhöhen, dass man nicht, okay, jetzt muss ich auf das achten, auf das und auf das, sondern es ist einfach da und es ist einfach zu bedienen und intuitiv. Das ist unser Hauptziel. Okay, vielleicht können wir noch mal gerade über die einzelnen Module sprechen, die ihr jetzt in letzter Zeit an den Start gebracht habt. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie zum Beispiel das Thema Texte umformulieren bei euch in Open Media funktioniert. Sehr gerne. Also gestern haben wir ja schon einen Speaking-Slot hier gehabt und haben unsere neueste Funktionalität eingebaut oder vorgestellt, die wir eingebaut haben. Das ist, wir haben eine Transkription von einem Interview oder Ähnlichem und anhand von dem würde mir ein Beitragsvorschlagstext generiert werden. Den kann man dann noch überarbeiten, irgendwie Schwerpunkte setzen etc., sodass es dann ein gut ausformulierter Text ist. Und im Anschluss kann man dann auswählen, in welches Ausspielformat das Ganze exportiert werden soll. Soll es in Social Media ein Ex-Post werden zum Beispiel? Möchte ich das für Facebook haben, für meine Sendung, für die Abendsendung oder Ähnliches? Und anhand von dem würden wir dann auch direkt das Wording von dem zu exportierenden Textes würden wir dann auch vornehmen und hätten dann relativ schnell das Ganze gebündelt und würden dort dann auch noch ein paar Aktionen im Hintergrund durchführen, so automatisierte, wie wir fassen den Text zusammen, wir generieren eine passende Überschrift und auch Keyword Extraction. Ah, okay, also das Ganze dann noch SEO-optimiert, wie man sich das heutzutage so wünscht. Okay, also das einmal Texte umformulieren. Gibt es noch andere Module, über die du gerne kurz sprechen würdest? Ja, sehr gerne. Also was wir eben auch gemacht haben, ist ein Chatbot, der dann aus dem Kontext von Open Media aufgerufen werden kann, entweder aus dem kompletten Kontext von Open Media oder nur auf diesen Beitrag. Und da kann ich dann Fragen stellen oder ich kann selber auch mal eine Prompt oder sowas, dass man auch sagt, extrahier mir mal die Personen oder gib mir mal eine kleine Idee, was die drei wichtigsten Punkte dazu sind, dass dann auch der User, dass es nicht nur hardcoded ist, sondern der User kann auch sagen, ich möchte vielleicht eine kleine Änderung haben. Dann Ähnlichkeit suchen, bei dem wir dann eben anhand von gewissen Score gehen, wie ähnlich sind die Berichte. Sagen wir zum Beispiel mal Raumfahrt oder sowas, dass man dann sagt, okay, jetzt ist gerade eine Rakete zum Mond geschossen worden und dass man dann irgendwie noch ein Apollo-Programm oder sowas vorgeschlagen bekommt, damit man dann sagen kann, so, oh, da war ja was in Ende der 60er Jahre zum Beispiel. Okay. Alles klar, dann hast du mir schon mal ein schönen Überblick gegeben. Eine letzte Frage hätte ich noch. Kannst du uns denn verraten, was ihr für KI-Modelle nutzt? Ich nehme an, dass das Third-Party-KI-Modelle sind, die euch da in Open Media helfen, oder ist das eine Sache, die ihr bei CGI lieber unter Verschluss haltet? Nein, also bei uns ist es so, wir haben erstmal Partnerschaftsverträge mit den Big Playern, also eben Google, Aleph Alpha, Microsoft, mit denen sind wir im engen Austausch und erhalten auch dann direkt Informationen von den Entwicklern. Zusätzlich dazu hat CGI natürlich auch eigene AI-Services wie Text-AI und ähnliches und Pulse-AI, die bei uns integriert sind in die Software. Und der Kunde selber kann natürlich dann sagen, ich hätte die Präferenz, ich möchte lieber XYZ als AI-Anbieter und den können wir natürlich auch anbieten. Also wir sind da komplett flexibel
und warten auf die Kundenanforderungen und Wünsche. Alles klar, gut, dann drücke ich euch hier noch die Daumen für viel Erfolg auf den Hamburg Open 2024. Ich drücke euch auch die Daumen für 2024 im Allgemeinen und ja, viel Erfolg mit Open Media und euren zukünftigen KI-Vorhaben, die ihr so habt. Ne? Perfekt, vielen Dank.